begrüße euch zu einer weiteren Folge von EVE Online, mein Beginner-Tutorial, Let's Show, wie auch immer. Also ich mache jetzt doch gleich wieder weiter, es sind noch immer 15 Minuten, bis diese eine Mission da jetzt noch fertig ist, also bevor wir die fertig machen können. Wir haben die ganze Exploration abgeschlossen in den letzten Folgen und werden uns jetzt quasi auf den nächsten stürzen und das wird die Industrietante da sein. Ich mache die militärischen speziell zum Schluss, absichtlich zum Schluss, weil ich gerade den Skill lerne, die Fregatten auf Level 4, und ich werde mir wahrscheinlich für die Missionen dann ein eigenes Schiff kaufen. Ich werde nicht mit eins von diesen Schiffen, die ich hier bekomme, fliegen. Geld habe ich genug, fürs Fitting müsste auch schon ein bisschen was da sein. Es ist am Anfang noch kein super Fitting, aber gerade einmal am Anfang, und mit denen werde ich dann die Militärmissionen fliegen. So habe ich es vor, drum machen wir jetzt noch Industrial. Schauen wir uns Industrie, was erzählt uns die gute Tante? Was gibt es Frisches, Madame? Zida Arvo. Na gut, was macht die Tante Zida? Die Tante Zida sagt: Marina des Moin, der Krieg endet niemals und wir müssen ihn mit Rohmaterial beschicken. Ich will, dass sie etwas Felsbar für mich abbauen. Ah, jetzt geht die Meinerei wieder los. Ich habe ein Ortskennzeichen in ihren Personen- und Ortedatenbank hochgeladen. Nutzen Sie es, um das Asteroidenfeld zu finden. Bevor Sie aufbrechen, vergewissern Sie sich, dass Sie ein Bergbaumodul in Ihrem Schiff eingebaut haben, und bedenken Sie, dass Sie vielleicht mehr als einen Flug benötigen, bevor sie sich wieder bei mir melden. Ja? Also, was meint die gute Tante? Die erklärt uns jetzt, wie das Abbauen von Erzen geht, noch einmal. Ja? Und okay, warum tut es jetzt da so rumdrucksen wegen am Platz? Ich meine, wir haben eh schon 5000 Kubikmeter. Klar, wenn ich jetzt diese Missionen hier als erste Agentenmissionen spiel, habe ich natürlich die Frigate noch nicht, die Mining Frigate. Ja? Und dann ist das wieder aufs Rookie-Schiff bezogen. Und mit dem Rookie-Schiff, glaube ich, muss man ein, zwei Touren fliegen, dass man das erfüllt. Und zwar, genau, wir brauchen 100 Kubikmeter Felsbar. Den bringen wir ins Rookie-Schiff gar nicht rein. Na? Aber warum sollte ich mit dem Rookie-Schiff fliegen? Ich habe schon eine Mining Frigate und die, mit der nehme ich das natürlich gleich. Und da kann ich die 100 Kubikmeter auf einmal abbauen. Bauen Sie das Ganze klumpert aus dem Asteroid Fällt ab, zu dem ihr Agent sie geschickt hat, und kehren sie mit 1000 Einheiten davon zurück. Also 1000 Einheiten sind 100 Kubikmeter. Und ja, in den Gegenstandshanger hinein. Ich kriege jetzt einmal einen Miner 1, das ist immerhin schon besser wie dieser Civilian Miner. Und ja, wenn wir das schaffen innerhalb von 3 Stunden und 28 Minuten. Ja, das werden wir locker schaffen, liebe Zida. Und dann legen wir los. Ich sag Mission akzeptieren. Fein. Und Felsbar brauchen wir. Das kriegen wir überall. Das ist das Zeugs, was überall gibt. Das heißt, ich kann hier in die Hangars rein. Ich kann das auch hier machen. Ich muss da nicht jedes Mal in das Inventar. Ich wechsle mein Schiff. Aber jetzt brauche ich es sowieso wieder, weil jetzt möchte ich das Fitting nachschauen und ich möchte natürlich da hineinschauen. Da habe ich das hochgezogen. Ah, was habe ich denn da schon wieder gemacht? Ah, gut, also wir haben einen Civilian Miner drauf, den wollen wir nicht. Wir schauen am Gegenstandsanhänger auf die High Power Slots und wir haben da schon richtiges Zeug drauf. Das heißt, wir brauchen auch unseren Wattebällchen-Laser nicht, wir brauchen den Savager für diese Mission derweil nicht, ne? Den Civilian auch nicht. Wir geben uns gleich die ordentlichen Sachen rein, die normalen Miner, und wir werden sehen, wir kriegen da jetzt schon andere Werte zusammen. Einfach einmal fitten und dann drüber gehen. Wir kriegen bereits 101 Kubikmeter pro 60 Sekunden und ich habe den Mining Frigate Level noch gar nicht draufgesetzt. Ne? Dann wird das auch, glaube ich, ein bisschen besser. Also da reden wir jetzt schon von anderen Werten, außer das mal 2. Ja, also eigentlich brauchen wir den zweiten gar nicht. Wir könnten genau einen Cycle machen, einen Cycle mit denen, und hätten exakt die Menge, die wir brauchen. Lassen wir den gleich da.
brauchen wir nicht mit. Den Speed-Schießer, ja, von mir aus können wir drinnen lassen. Weil aufschalten oder sowas dummer. Nein, der tut. Naja, also der tut ja nur den Frachtraum verkleinern, das tun wir eh nicht. Passt, ja. Also so können wir gleich einmal auf die Mission gehen. Was hat sie gemeint, wo sie uns die Mission hinterlegt, ja? Also es gibt ja grundsätzlich dieses Ding, was ich euch eh schon erklärt habe, ja, mit dem ich ganz gern arbeite, weil es direkt da ist. Aber man findet das auch noch an zwei anderen Stellen, nämlich einmal hier, und zwar unter Agentenmissionen. Da findet man die Missionen auch. Und da sind auch wieder die Punkte. Ja. Und man findet es noch ein weiteres Mal, glaube ich, da im Journal oder Logbuch. Und zwar unter, ja, Agentenmissionen, da findet man das dann auch noch einmal. Und ich glaube, hier kann man auch, im Ort kommt man zwar nicht. Kann man da nicht. Titel, oh ja, ich glaube über Titels lesen, genau, dann hat man hier auch wieder einen Ort, den man anwarpen kann, wenn man irgendwo ist. Ja, also es gibt da immer mehrere Möglichkeiten, aber warum sollte ich mir das so kompliziert machen, wenn ich es da schön jederzeit zur Verfügung habe. Also, abdocken, los geht's. Und wir fliegen gleich dorthin, wo wir hin müssen. Das heißt, aufmachen, zur Position ordnen. Ich brauche da weder in die Orte noch irgendwas. Alles überflüssig. So, jetzt schauen wir noch. Wir haben unsere Sites. Wir haben von der letzten Site noch den Punkt gespeichert. Das heißt, Punkt im Sonnensystem für die Sites. Dann den wir Ort entfernen. Den brauchen wir nicht mehr. Ja. Unseren Safe Point haben wir noch, den lassen wir natürlich auch. Gut, also, wo sind die Asteroiden? Wir sind da, sind die Asteroiden. Und wir tun hier auf Mining. Na, ist eh der einzigste, das heißt, den nehme ich gleich einmal in die Zielerfassung. Und jetzt noch da kurz, ich kann hier umschalten. Na, kann ich das nicht? Müsste doch gehen. Wo kann ich denn? Ach, hier kann ich das. Nö. Passiver Modus anzeigen, nein, das will ich nicht. Anzeige aktivieren, nein, das brauchen wir nicht. Zoom-Knöpfe brauchen wir auch nicht. Module am Standort, Überlastungszustand sperren. Das geht doch irgendwie. Ich bin doch nicht doof. Hohohoho. Schiff nicht? Keine Ahnung. Ich suche jetzt ganz was Spezielles, aber ich finde es gerade einmal nicht. Tun wir das einmal. Unten. Macht das einen Unterschied? Nein, überladen möchte ich sie nicht. Kann das nur ausschalten? Ich kann doch dann normalerweise Feuermodus umstellen. Wie tue ich denn das gar? Naja, ist doch wurscht. Egal. Na? Völlig wurscht, was ich da schon wieder. Ich mir dachte, ich suche da was, aber ich habe es irgendwie nicht gefunden. Egal. Gut, also das heißt, wir aktivieren das Ding einmal. Es reicht ein Zyklus, dann haben wir unsere 101 Kubikmeter. Das heißt, den können wir nachher gleich wieder deaktivieren. Wir warten zurück und wir haben die Mission schon wieder erledigt. Gut, ist ja auch die erste erst. Schön, wenn wir da schon meinen wieder. Wir wissen, wir schaffen in 60 Sekunden 101 Kubikmeter mit diesem Mining Laser. Wir haben hier einen Zyklus, der 60 Sekunden dauert und 100 Kubikmeter brauchen wir. Das heißt, wir machen einen Zyklus, deaktivieren das Ding und fliegen wieder nach Hause. So kann man es am schnellsten erledigen. Da
muss ich mal. Was ist denn Windows eingestellt? Auf Bergbau. Ist ja ganz schlimm. Schauen wir mal, was denn da so alles ist. Okay, wir haben's. Wir drehen den wieder ab. Und wir schauen noch schnell in den Laderaum rein. Und wir haben im Erzfrachtraum diese 1000 Einheiten. Na, passt. Mehr brauchen wir nicht. Sind es wirklich 1000? 1080 sogar. Also mehr ist, was wir brauchen. Gut, dann zeige ich euch auch gleich was, was auch vielleicht nicht am Anfang gleich ganz klar ist. Also, das passt einmal, das klappt mal wieder rein. Und wir haben keine Sonden draußen. Das heißt, wir fliegen schon wieder zurück. Warp Drive active. Geben die Mission ab und haben es erledigt. Es gibt da bei dem Spiel geteilte Philosophien. Die einen sagen sofort Missionen fliegen, Missionen fliegen, Missionen fliegen. Ja, dafür gibt es natürlich gute Gründe, das zu tun. Andere sagen wieder, meinen am Anfang Geld verdienen. Die anderen sagen, ja, nicht meinen am Anfang, Missionen fliegen. Beide haben irgendwie recht. Es bietet beides Vorteile, aber auch Nachteile will ich nicht sagen. Ja, also es hat beides seinen Reiz und gewisse Vorteile natürlich. Ja. Und soll jeder das machen, wo er Bock drauf hat und nicht, was die anderen meinen, was gut ist oder was nicht gut ist. So, wir sind wieder da. Da wollten wir ja her und brauchen unsere Agents und wo sind wir denn überhaupt da jetzt? Bei der Tante? Genau, die Zida. Wir haben alles erfüllt. Wir müssen das jetzt nur noch in den Gegenstandshanger hinein. Es ist zwar schon grünes Hackerl, ich mache das aber trotzdem. Und zwar brauchen wir... Hat sie sich das schon genommen? Wo ist denn mein... Achso, das habe ich hier im Erzfrachtraum. Wir hätten da sogar noch fast genug Feldspar gehabt. Wir hätten gar nicht meinen gehen müssen. Egal. So, es geht jetzt darum... ich kann ja immer nur den ganzen Stapel da rein. Wie mache ich das, dass ich sage, okay, ich möchte nicht den ganzen, ich möchte jetzt exakt 1000 Einheiten da reinlegen, aber die 80 möchte ich mal verdammt noch einmal behalten. Ganz einfach, man drücke die Shift-Taste und macht das Ganze mit gedrückter Shift- oder Umschalte-Taste, lasst das los und dann fragt er das Amount ab, also die Menge, wie viel ich da reingebe. Das heißt, ich gebe da meine 1000 Dinger rein, sage okay, bleiben wir da die 80 und die 1000 haben wir jetzt da reingelegt. Ja, hier liegen sie drinnen. So funktioniert das, wenn wir mal nur gewisse Mengen das Ganze genauso rüberziehen, einfach nur vorher die Shift-Taste gedrückt halten und man kann die Menge eingeben, wie viel man tatsächlich rüberziehen will. Gut, was machen wir als nächstes? Die nächste Mission, aber ich möchte natürlich jetzt das auch rüber, weil ich brauche den ganzen Schotter da drinnen nicht. Und werden wir das Ganze wieder stacken. Ja, und ihr merkt, jetzt wird schon immer unübersichtlicher die Sache. Ja, das könnte man da zum Beispiel verkaufen. Bringt eine Menge Kohle, 38.000. Wenn man es richtig verkauft. Oh. Okay, gut. Passt. Also, wir haben die 1000 haben wir auf alle Fälle da drinnen und wir geben jetzt bei der ganz guten Tante die Mission ab. Sagen, fertig, habe fertig. Gut, Mission abschließen. Alles erledigt. Also wenn ich jetzt so auf die Uhr schaue, jetzt müsste man eigentlich kurz vor knapp sein, unsere noch immer offene letzte Mission aus dem Wirtschaftsbereich abzuschließen. Das heißt, bevor wir uns um die gute weiter kümmern, ja, machen wir da mal zu und schauen einmal in die Fabrik rein. Boah, ist das geil. Schaut euch das Timing an. Wahnsinn und fertig. Yeah, also besser kann man es nicht erwischen. Geil. Ich box gerade selber nicht. Also das ist wirklich hammermäßig. Wenn du das hintimern willst, Alter, das gelingt dir in 15 Jahren nicht. Weißt du, was ich meine? Und super. Naja, man muss einmal Glück auch haben im Leben. Das heißt,
im Prinzip fertig will liefern. Das kann ich auch nur aktivieren, wenn ich wirklich auf der Station bin, wo das produziert wird, weil die Übersicht kriegt man eigentlich von überall über die Jobs und es blinkt auch das Liefern, nur wenn man drauf drückt und sagt Liefern, sagt er geht nicht, ne? Also man muss direkt in der Station hocken und dann kann man sich das liefern lassen. Liefern heißt eigentlich im Prinzip, der Zyklus wird jetzt abgeschlossen und es gehen die 50 Stück in meinen Gegenstandshanger hinein, ne? Das heißt, zack, liefern ist erledigt. Ich könnte jetzt weiter produzieren, mag ich nicht. Ich mag dazu machen. Und wir haben im Gegenstandshanger diese Dinger. Wenn man es nicht findet, findet man es unter Munition. Ja, also das Ding gilt quasi als Munition und ist im Gegenstandshanger drinnen. Das heißt, eigentlich auch auf der richtigen Stelle. Das heißt, das müsste jetzt eigentlich erledigt sein. Ja? Gespräch beginnen. Also, wir haben das wirklich hergestellt von Grund auf. Wir haben uns den Erz gemeinert, wir haben es in Mineralien umgewandelt und haben es produziert mit ihr zur Verfügung gestellten Blueprint. Und jetzt möchte ich endlich die Siegel haben. Ja? Alles grün, das auch grün und Mission abschließen. Gut gemacht, Marina des Moines. Hier haben Sie Ihre Siegel. Danke. Dankeschön. Viel Spaß damit, ne? Hoffentlich. Meine Vorgesetzten sind damit einverstanden. Nur das freut mich aber. Achso, ich geht noch weiter. Ihre Arbeit für das amarische Volk öffentlich anzuerkennen. Ihnen stehen nun alle Wege offen, mein lieber Kapselpilot. Ihre Verlässlichkeit und Geschäftstüchtigkeit haben sich ja bereits im Imperium herumgesprochen. Ja, so schnell geht das. Ja. Es sollte Ihnen ein leichtes sein, Arbeit bei anderen Agenten zu finden, falls Sie auf dieser Schiene weiterfahren möchten. Naja, ja, das kann man schon machen. Also ich finde, man kann mit den Hin- und Herschippern von Gegenständen wirklich so viel Kohle verdienen, aber nicht mit den Missionen. Wenn ich denke, ich habe so die Liefermissionen schon gespielt, da bringst du das von A nach B und fliegst wieder zurück und kriegst dafür 40.000 ISK. Dann das nächste fliegst du wieder von A nach B oder du holst was und fliegst das wieder zurück und kriegst dafür wieder so im Schnitt 40.000 ISK. Das ist irrsinnig mühsam mit den gleichen Routen und Jumps. Ja, wenn ich die richtige Ware hin- und herschippe, kann ich ein paar Millionen verdienen. Ich sag's so, wie es ist. Ne? Und man macht diese Missionen eigentlich nur wegen Standing, ja, damit das besser ist. Das heißt, ich muss diesen Anfang einmal machen, dass ich ein besseres Standing bekomme, dass ich eben meinen Ruf verbessere. Und dann kriege ich Level 2 und Level 3 Missionen und dann verdient man auch ein bisschen mehr mit den Missionen. Aber am Anfang ist es irrsinnig zart. Ja? Also mein Eindruck. Gut, wir haben jetzt nichts gefunden, weil wir da sind. Warum habe ich jetzt kein Schiff? Ich habe den Schiffshanger und nichts gefunden. Da fehlt, da ist noch aktiv, weg damit. So. Und wir haben unsere gute Sigil. Auch ein feines Schiff. Ja, schon ein bisschen größer. Das ist schon was zum Transportieren. Na, schauen wir uns einmal das Fitting an. Das kann man alles machen. Wow, wir haben einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Low-Power-Slots zur Verfügung. Da geht was. Das kann man da in verschiedene Richtungen gestalten. Man kann die quasi einen Armer-Denker bis zum Es geht nicht mehr draus machen. Man kann das mit Ladekapazität, ja. Man kann Warp-Kern-Stabilisatoren drauf geben zum Saufüttern. Ja, je nachdem, was man mit dem Ding letztendlich machen will. Finde ich recht geil. Und vor allem Dingen, das Platzangebot, es ist da jetzt mit 2205 Kubikmeter relativ klein, aber ich zeige das gleich einmal her. Schaut mal her, wir gehen in den Gegenstandshanger, wir gehen, weil da das Low-Power-Slot sind, in die Low-Power unten, weil wir haben ja schon etwas bekommen. Wir haben 2 Cargo-Holds bekommen und tun wir das einmal ausprobieren, tun wir die Extender da rein, einen Extender rein, den nächsten Extender rein und wir haben auf einmal 3000. Ja, also das geht bis über 5000. Gut, jetzt lassen wir es aber drinnen derweil. Meine Cargo Holder, Expander, wie auch immer. So, den Basket, der bleibt uns erhalten. Sehr gut, freut mich. Und hätte ich wahrscheinlich in den Geld, aber es ist egal. So, kann man das Ding verkaufen? Ob dann Preis? Nein. Gut, also. Was steht als nächstes am Plan? Wir haben jetzt
wir sind jetzt relativ flott vorangekommen. Wir haben die Tante fertig, wir haben Erm fertig und wir sind mittendrin an. Und wenn wir das haben, sind nur mehr die Militär. Und wie ich das vorgehen will, habe ich euch ja auch schon gesagt. Das heißt, jetzt mache ich definitiv für heute Ende. Heute mache ich keine weitere Aufnahme mehr. Jetzt bockt es mich einfach nicht mehr. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich habe mir das Maul heute schon fusselig gesprochen. Aber ich mache es ja gern. Und ja, wir machen weiter mit den Industrie. Schauen, dass wir die möglichst ruckig-zuckig durchmachen. Und dann kommen wir auf die Militär. Und dann sind wir im Prinzip mit der Sache schon fertig. Also wie gesagt, wer jetzt vielleicht Interesse an dem Spiel gefunden hat, jetzt hat man schon ein bisschen mehr Sachen gesehen, was in dem Spiel alles möglich ist. Und wie das denn so funktioniert, der 21-tägige gar nichts. Der Link unten in der Beschreibung zum Spiel ermöglicht euch den Zugang zu einem 21-tägigen Gratis-Probe-Account, das ihr euch anlegen könnt und ihr könnt das 21 Tage lang kostenlos testen, das Spiel. Wenn es dann gefällt, dann funktioniert das auf Abo-Basis und ich glaube, es kostet im Schnitt zwischen 10 und 15 Euro im Monat. Das ist der Preis, je nachdem, wie viel man gleich am Anfang kauft, für wie viele Monate, je mehr, desto günstiger wird es natürlich, aufs Monat gesehen. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, probiert das einmal aus, das Spiel. Es ist alt und schaut relativ simpel aus, also simpel. Das Spielprinzip ist simpel. Das Handling ist ein bisschen umfangreicher. Es macht Laune. Bis. Ja, das ist einfach, was ich sagen wollte. Okay, gut, das war's für die Folge. Weiter geht's wie besprochen. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und. Pfiat euch!